Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrte Gäste, ich begrüße Sie alle recht herzlich zum 32. Altstadtfest hier in Bad Laße. Ich möchte besonders die weitgereisten Gäste begrüßen und mein Pardon ist genauso neu wie ich, zwei Tamworth-Bürgermeister, Mr. Lee Gates. Tamworth, wir haben eine besondere Beziehung. Jedes Jahr war der englische Bürgermeister hier. Dieses Jahr haben wir einen zusätzlichen Schritt. Wir feiern die 30 Jahre. Und dazu haben wir uns auch was einfallen lassen. Mr. oder Herr Lee Gates, der Bürgermeister, möchte auch ein paar kurze Grußworte an Sie richten. Und ich werde versuchen, was er in Englisch redet, zu übersetzen. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser wunderbaren Veranstaltung. Ich freue mich, sehr geehrt Tamworth zu vertreten und bedanke mich für die wunderbare Gastfreundschaft. Es ist mein erster Besuch in Bad Laßwa und ich fühle mich schon zu Hause. Now some English. Nun probiert das in Englisch. Ich denke, das hat er richtig gut gemacht. Und jetzt noch ein paar Worte auf Englisch. I'd like to thank the peoples of Bad Laßwa for organizing the English weather during my stay. I feel very at home. Ich glaube, viele haben schon verstanden. Der englische Bürgermeister bedankt sich recht herzlich bei den Bad Laßwa Bürgern für das englische Wetter, was sie geschaffen haben. Er fühlt sich richtig heimatlich. You'll be pleased to know that I've become accustomed and a big fan of your beer, Bosch beer. I've even joined the Bosch beer club. Er ist ein Fan geworden von unserem Bosch beer. Er liebt es. Gestern Abend hat er es probiert und heute ist er in den Bosch beer club eingetreten. Er ist ein neues Bosch beer club Mitglied. And finally, does everybody enjoy the Altersfest? Und er hofft, dass jeder hier das Altstadtfest lieben wird, Spaß haben wird und wünscht allen viel Spaß dabei. So ein Fest kann man nicht alleine feiern und mit einer Rede ist es auch alleine nicht getan. Deswegen, ohne die örtlichen Vereine, die hier mitgemacht haben, ohne die Unterstützer, sei es Sponsoren, sei es aber auch die Leute in der zweiten Reihe, viele Personen sieht man gar nicht. Viele Anwohner unterstützen mit. Dort möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich bedanken. Und ganz wichtig, bei so einem Fest sind auch die Gäste. Ohne die Gäste, ohne sie, kann kein Fest zustande kommen. Dieses Jahr ist leider die Organisation etwas schwieriger ausgefallen. Deswegen möchte ich mich auch bei dem Altstadtfestkomitee bedanken, dass sie so viel Nerven bewiesen haben. Duisburg hat leider so ein paar, ich sag mal so, Einschränkungen für uns geliefert oder einen höheren Aufwand. Wir haben es aber geschafft, Sie sehen's und ich hoffe, es fängt auch nicht an zu regnen. Deswegen möchte ich jetzt erstmal allen danken für dieses Engagement und feucht haben wir schon ein bisschen und ich glaube, fröhlich wird's gleich und beim Fassbier anzapfen werden wir es so diesmal machen, dass ich das zusammen mit meinem englischen Bürgermeister machen werde. Ich werde ihm den Hammer übergeben, aber trotzdem mich der Verantwortung stellen. Ich bedanke mich bei allen und gebe jetzt mal kurz weiter an die Dame in der Runde, die wir nicht ganz vergessen wollen, Frau Heers.